Hallo und herzlich willkommen zu USA Spark Plays Nuclear Throne. Das ist ein Indie-Entwicklerspiel, das es seit kurzem oder auch schon länger, ich bin mir nicht ganz sicher, auf Steam gibt. Ich hab's vor kurzem habe ich's gesehen und hab's mir gleich mal geholt, weil ich fand, dass es mega, mega interessant aussah. Das ist vom Entwickler Flammbier, die auch ein paar Handyspiele davor gemacht haben, die auch ziemlich, ziemlich lustig waren, habe ich sogar ein oder zwei von denen mal gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Nuclear Throne hört sich schon mal richtig geil an, sieht auch richtig geil aus. Jetzt weiß ich nicht, wieso wir gerade reingeflogen sind ins Spiel schon. Ich gehe mal zurück ins Hauptmenü. Wie kann man Nuclear Throne erklären? Ist auf jeden Fall ein ziemlich schnelles Spiel, wie ihr gleich sehen werdet. Aber fangen wir lieber mal Schritt für Schritt an. Also, ich habe ungefähr schon eine Stunde gespielt, weiß so ein bisschen, wie es abgeht, aber ich bin trotzdem immer noch überhaupt nicht gut in dem Spiel. Das ist also wirklich, wird ziemlich schnell, ziemlich schwierig. Aber ich gebe mein Bestes für euch, so weit wie möglich zu kommen, damit ihr so viel wie möglich sehen könnt. Also, hier gibt es die Charakterauswahl, wie ihr sehen könnt. Habe ich schon alle Charaktere, wo nicht dieses Ausrufezeichen drüber ist, die habe ich schon ausprobiert. Und, genau, also fangen wir einfach mal mit dem ersten Charakter an, weil ich finde, dass der eigentlich recht leicht ist und auch auf jeden Fall einer von den coolsten ist. Der hat nämlich mit einem Rechtsklick kann er so eine Agentenrolle machen, sozusagen, so wie James, so ein James Bond-Style so ein bisschen. Und das Ziel vom Spiel ist eigentlich, man ist jetzt in diesen Levels, man hat Waffen, man muss einfach alle Gegner platt machen und Erfahrungspunkte sammeln und dann geht man ins nächste Level. Und dann das so lange, bis man zum Nuclear Throne. Oh shit, das war jetzt schlecht, da habe ich Schaden genommen. Und das so lange, bis man. Oh. Und das jetzt so lange, bis man zum Nuclear Throne kommt. Das ist das letzte Level. Aber, Alter, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was der, wie schwierig das letzte Level sein muss. Ich bin jetzt, glaube ich, schon recht weit gekommen, finde ich. Dafür, wie lange ich das gespielt habe. Ich zeige euch, wenn wir so weit kommen, dann. Ich weiß es nicht genau, ob ich. Keine Ahnung, ich glaube, ich bin bis zum 5. oder 6. Level gekommen oder so. Ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Und jetzt können wir hier so coole Sachen machen, wie mit den Rollen, so den Schüssen ausweichen. Am allercoolsten finde ich es, ist es, wenn man so. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Am allercoolsten sieht aus, wenn man so um die Ecke rollt. Und hier sind diese. Genau. Und diese grünen Chips da, die auf dem Boden rumliegen, das sind unsere Erfahrungspunkte. Und die gehen, wenn wir die nicht einsammeln, gehen die nach einer Weile weg. Also ist es wichtig, also wenn ich jetzt hier stehen bleibe, hier sieht man diese Erfahrungspunkte, wenn ich da eine Weile stehen bleibe, dann gehen die einfach weg. Irgendwann verschwinden, ne? Das sind so Kanister, wenn man in die reinläuft oder die abschießt, geben die auch Erfahrungspunkte. Die roten Kisten sind Waffenkisten. Da können wir praktisch neue Waffen haben. Jetzt, oder neue Waffen einsammeln. Jetzt gerade haben wir die Maschinenpistole oder das Maschinengewehr. Und eine normale Pistole, die normale Pistole benutzt die gleiche Munition wie das Maschinengewehr, deswegen würde ich das gerne austauschen gegen den Granatenwerfer, weil der benutzt nämlich halt Granaten oder diese Explosive Ammunition, was wir da gerade eingesammelt haben und geht mega fett ab. Zieht euch das mal rein. Ich finde, es sieht so geil aus. Also, falls euch das Spiel interessiert, es kostet, glaube ich, 12,99 auf Steam. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt. Aber schaut nochmal ein bisschen weiter. Jetzt kommt der nächste Teil vom Spiel, das Level-System, wo wir praktisch, wenn wir genug Gegner töten und genug Erfahrungspunkte einsammeln, dann können wir sozusagen, Mutationen heißen die Dinger, können wir uns aussuchen, die uns halt irgendwelche Sachen besser, oder irgendwelche Sachen an uns besser machen. Hier zum Beispiel, no damage from explosive and fire when under 4 HP. Ich habe gehört, dass das gut sein soll. Dann gibt es noch Rhino-Skin, ist ziemlich leicht erklärt, plus 4 max HP. Patience Mutate Later, da habe ich auch noch nicht rausgefunden, was es ist, habe ich aber mal gemacht, war ganz cool. Higher Ammo Max, ich weiß nicht, das hat irgendwas gemacht, aber ich weiß es nicht mehr genau, aber es war, glaube ich, ganz cool. Also ich würde sagen, weil ich Noob bin in dem Spiel, neu, ist mehr Lebenspunkte immer gut, deswegen nehmen wir das mal. Oh, ich finde, es macht so viel Spaß, mit dem Granatenwerfer irgendwelche Sachen abzuschießen. Ich zeige euch natürlich auch noch gerne ein paar andere Charaktere. Aber schauen wir einfach mal, wie weit wir mit dem jetzt kommen. Und jetzt wird der Schwierigkeitsgrad, da ist sogar schon der erste Bossgegner. Das ist, ich finde es mega schwierig. Oh, weggefickt. Ja, scheiße. Und dann steht hier, schau, you did not reach the nuclear throne, kills 52.
und hier halt noch ein paar andere Sachen. Dann kann man mit R jetzt Quick Restart machen, einfach nochmal neu probieren. Und Left-Click ins Menü, das machen wir gleich. Aber hier könnt ihr mal sehen, wie weit wir gekommen sind und wie weit man kommen muss. Also, wenn ich das mal schaffe, dann ja, mache ich auf jeden Fall ein Video davon. Also haben wir den ersten Charakter ausprobiert. Was ich auch noch richtig geil finde, den ich euch zeigen möchte. Ach, das machen wir vielleicht nachher. Probieren wir Snare Growth. Ich finde, den finde ich noch mega geil. Ja, probieren wir mal das Huhn, the Chicken. Weil der fängt nämlich mit einer Nahkampfwaffe an. Mit so einem Katana-Samurai-Schwert. Ich finde es übel geil. Und hat die Spezialfähigkeit, so in Slow Motion zu gehen. Ich finde es übelst geil. Übrigens, die Spezialfähigkeit aktiviert man mit der rechten Maustaste. Und angreifen tut man einfach ganz normal mit der linken Maustaste. Ist ziemlich leicht erklärt. Hier haben wir wieder einen Granatenwerfer eingesammelt. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen mit dem Nahkampfding weiterkämpfen. Und das Coole ist, mit dem Katana, wenn die schießen, ne? Ja, wenn mal einer schießt. Na, scheiß drauf. Dann kann man praktisch, habt ihr ja gerade gesehen, habe ich einmal gemacht, dann kann man die Kugeln sozusagen. Da kann man die Kugeln zurück deflektieren. Also, deflektieren ist überhaupt ein Wort. Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Da ist so ein Fass. Da muss man aufpassen, das gibt eine riesen Explosion. Und da ist dieser Vortex. Und immer wenn wir den letzten Gegner abschießen sozusagen, dann kommt so ein. Ja, so ein schwarzes Loch und saugt uns rein. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ich hab's ja gesehen, so ist es. Genau, also ich finde, der Charakter ist am Anfang, im ersten Level geht er noch voll klar. Aber ich finde, sobald man so da ist, wo der Bossgegner letztes Mal gekommen ist, der uns richtig gefickt hat, dann ab da wird's halt mega schwierig, finde ich. Da braucht man dann eigentlich Fernkampfwaffen, sonst kann man das nicht wirklich machen. Ja, okay, wir haben die Erfahrungspunkte noch eingesammelt. Jetzt können wir uns hier eine Mutation holen. Das ist richtig gut, da kriegen wir mehr Items. Langsamere gegnerische Kugeln. Also, wir können uns jetzt überlegen, wir können hier mehr Items haben. Mehr Items haben, oder wenn wir sowieso einen Nahkampf machen und dann vielleicht den Gegner reinlaufen, ne? Dann macht das vielleicht Sinn. Weil das heißt, dass alle Gegner, die uns berühren, Schaden nehmen. Das habe ich noch nie gemacht, noch nie gehabt, deswegen nehmen wir das mal. Bin ich mal gespannt. Also hier haben wir noch eine Machine Gun. Die Machine Gun finde ich aber in dem Spiel gar nicht mal so gut, deswegen glaube ich, dass wir weiter mit der mit dem Grenade Launcher ein bisschen weiterspielen. Low HP, scheiße. Okay, da ist der Bossgegner wieder. Boah, fuck. Leute, es ist so schwer, das Spiel zu kommentieren, weil ich mich so konzentrieren muss. Warte, können wir wieder Slow Motion machen? Oh, Bossgegner besiegt. So, jetzt müssen wir noch schnell alles einsammeln, was der gedroppt hat. Und wir haben sogar ein Level Up kassiert. Stabil, stopp. Stabil, Bruder! Hier ist noch ein Kaktus, wieso nicht? Machen wir den auch noch platt. Und genau, so funktioniert das Spiel eigentlich. Ich glaube, ihr habt jetzt bis jetzt schon ganz gut gesehen, wie es abläuft und so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, nein! Habt ihr das gesehen? Ich war tot und bin ohne Kopf weitergelaufen. Scheiße, okay. Probieren wir nochmal einen anderen Charakter aus, aber da haben wir jetzt wenigstens mal den Boss besiegt. Ich würde gerne für euch probieren, so weit wie möglich zu kommen. Ich glaube, das weiteste, das ich bis jetzt gekommen bin, war mit dem Robot. Mit dem Roboter hier. Aber den probieren wir mal nicht. Ich möchte mal einen neuen Charakter ausprobieren, den ich noch nicht gespielt habe. Start loaded, less accurate, fully automatic weapons. Ja, probieren wir mal den. Oh mein Gott, wie der aussieht. Wie so ein riesiger Fleischklops. Und der kann dual wielden. Also zwei gleichzeitig. Oh, geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also wenn ich jetzt hier einfach linksklick drücke, dann schießt er immer nur einen Schuss. Aber wenn ich rechtsklick drücke, dann schießt er so mit beiden. Mit beiden Pistolen. Ey, das ist geil. Das ist geil, den Charakter mag ich. Bam, 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 bam. Was ist das, du ekliger Wurm? Was haben wir hier? Einen Wrench und eine Laserpistole. Mich fragt, ob man die Laserpistole mit diesem Dual-Wielding kombinieren kann. Das probieren wir mal aus. Warte mal. So, Laserpistole. Nee, geht nicht. Ja, egal, scheiß drauf. Dann können wir auch die Laserpistole mitnehmen. Wenn ich jetzt Rechtsklick drücke, dann schießt er immer noch so. Ich glaube, das bleibt für den Rest vom Spiel so. Ey, das wäre so geil. Stell dich mal vor, man hat so zwei Granatenwerfer oder sowas und könnte das machen.
Es würde extrem abgehen. Und, oh, aber jetzt habe ich gerade was gesehen. Ah, warte, holen wir uns erstmal einen Upgrade hier. Energy Weapons deal more damage, kills lower your reload time und better accuracy. Ich glaube, wir nehmen better accuracy, weil am Anfang stand ja auch, dass der mit vollautomatischen Waffen, die wir später im Spiel dann haben, schlechter zielen kann. Ah, jetzt schießen wir gerade mit der Laser. Ich finde die Laserwaffen in dem Spiel gehen auch übelst ab. Ah, die krasseste Waffe, die ich bis jetzt hatte, war so eine Feuer-Shotgun oder sowas. Das war mega krank. Das war da, wo ich so richtig weit gekommen bin. Ich glaube, sorry Leute, ich weiß echt nicht mehr, bis zu welchem Level ich da geschafft habe. Aber ich bin recht weit gekommen. Und dann, das war unnötiger Schaden. Und dann hatte ich so eine Feuer-Shotgun oder irgend so eine Scheiße war das. Und das war einfach so krank. Ich habe da einen Schuss mitgeschossen, weil ich, und da stand ich irgendwie zu nah. Und dann ist einfach der ganze Bildschirm ist irgendwie explodiert oder so. Vielleicht habe ich auch noch, ich weiß nicht, da stand noch, glaube ich, ein Fass rum oder sowas. Aber auf jeden Fall ist irgendwie alles explodiert. Überall war Feuer und dann war ich auf einmal tot. Ja, das war mega krank. Okay, weiter geht's. Hier, man muss auch ab und zu so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel... Oh, wir sind, scheiße, schon beim Boss. Komm, ficken wir schnell den Boss. Bisschen hier ausweichen. Oh, habt ihr das gesehen? Das war pro. Ich weiß nicht, ob ihr The Binding of Isaac kennt. Da ist ja auch letztens, oder schon letztens, was heißt letztens, schon vor einer Weile ist Rebirth, The Binding of Isaac Rebirth rausgekommen. Und das habe ich mir geholt und habe es auch richtig lang gespielt. Können wir uns wieder ein Upgrade hier raussuchen. Und ich finde, dass das Spiel auf jeden Fall Ähnlichkeiten hat, zumindest was dieses Ausweichen und gleichzeitig Schießen angeht. Ist auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube, ich habe auch 60, 70 Stunden in Rebirth reingetan. Oder reingepumpt. Slower enemy bullets, higher rate of fire, as HP gets lower. Ich glaube, wir nehmen das hier, weil ich immer, wie gesagt, noch Noob bin. So, los geht's. Weiß ich auch gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen. Egal, spiele ich noch ein bisschen und dann probieren wir noch das Leben hier. Ah, da hätte ich einen anderen Charakter nehmen sollen. Naja, egal. Also dann seht ihr jetzt nur die Charakter bisher. Ah, wir sind ja gar nicht gestorben, wir sind ja weitergekommen. Jetzt sind wir in der Kanalisation. Scheiße, sorry, Leute. Oh, verpisst euch. Verpisst euch. Jetzt sind wir in die bis zur Kanalisation gekommen. Und ich finde hier, die Kanalisation ist auch ein recht schwieriges Level, weil, wie ihr sehen könnt, ist halt so dunkel. Man sieht nicht wirklich viel und ist ziemlich eng. Und hier sind halt auch recht viele Gegner. Es gibt vor allem auch so Shotgun-Gegner. Die sind richtig mies. Die stehen immer irgendwie um so eine Ecke rum und dann, wenn du rumläufst und die nicht siehst, dann schießen einem einfach einmal und du bist sofort tot. Ich mag die Musik hier, die hier im Hintergrund läuft, auch voll gut. Ich mag die Musik voll gut. Nee, ich mag die Musik, die hier im Hintergrund läuft. Finde ich gut. So, und jetzt sind wir... Soweit bin ich letztes Mal auch... Ich glaube, das Level habe ich noch geschafft und dann ein Level danach noch. Hier kommen jetzt schon recht krasse Gegner. Also, auch so... Hier so... So Feuerspucker. Scheiße. Den man hier ausweichen muss. Und Fallen sind da auch und alles. Das ist übelst krank. Und hier gibt es die Dinger da. Warte, könnt ihr sehen, ja, schau, das sind so Vögel, die können auch rumfliegen und zu dir kommen. Too high, too high. Zu viel Weed geraucht, deswegen fliegen sie. Da ist ein Auto, das kann, wenn das Auto explodiert. Komm, schieß mir das Auto ab, dann explodiert das. Ja. Nice. Und sowas macht einfach, ich weiß nicht, das macht so viel Spaß irgendwie. Und da ist ein Sniper. Die gehen auch übelst ab. Da muss man aufpassen, wenn man die abschießt dann und die sterben, dann explodieren die irgendwie. Das ist komisch, die Pupgun finde ich auch richtig geil. Aber, ja, warte, komm, scheiß drauf, wir brauchen die Pistole sowieso nicht. Warte mal. Wechseln wir zu Pupgun. Das ist auch so eine Art, ja, so eine Art Maschinenpistole ist das. Also eine Art Maschinengewehr, meinte ich. Aber was geht denn hier ab? Hier müssen wir das Auto abschießen. Boom, Bitches. Get up. Also wenigstens... Ja, okay, warte, das war jetzt der letzte Gegner. Nein!
Oh, die Erfahrungspunkte haben wir noch mitgenommen. Also gut, Level 4 sind wir jetzt. Oh shit, das ist aber lang. Firing gives ammo for your other weapon more effective. When firing both. Ah, das ist jetzt praktisch schon ein Upgrade nur für unseren Typen. Firing gives ammo for your other weapon more effective when firing both. Das ist, glaube ich, das perfekte Upgrade für uns, weil wir ja beide gleichzeitig abschießen. Oh, Sniper! Boah, hier muss man jetzt auch schon krasse... Boah, das war knapp, Leute. Da haben wir... Hier muss man jetzt schon krass ausweichen, hier. Ich muss den Sniper, der da hinten ist, platt machen. Sonst... Der fickt uns sonst richtig. Da ist noch einer. Einen Lebenspunkt. Ah! Nein, scheiße. Aber schau mal, jetzt sind wir weitergekommen dieses Mal. Okay, zurück ins Hauptmenü. Also Leute, ich glaube, ich tue mal einen Cut in das Video hier rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Wie gesagt, 12,99 auf Steam. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich tue auch einen Link zum Steam, zur Steam-Seite von dem Ding in die Beschreibung. Dann könnt ihr es euch nochmal selber anschauen da. Ansonsten, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer USA Spark. Adios.